Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Wir laden unseren letzten Spielstand. Ich weiß, ich wollte eigentlich die Ladezeit mit rausnehmen, allerdings es gibt eine Ankündigung zu machen. Es ist für euch vielleicht schon gar nicht mehr so neu, aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch gar nicht so alt. Natürlich schön wieder am Vorproduzieren. Man kennt ihn. Damit ihr auch jeden Tag ein Video von mir haben könnt, zumindest unter der Woche. Wir haben ein E-Horn bekommen in Notruf 112. Ich habe die Grafikqualität noch ein bisschen umgestellt, deshalb habe ich jetzt so schon ein bisschen gespielt. Einfach um das ein bisschen anzupassen, dass es einigermaßen läuft. Und ich werde euch das E-Horn jetzt einfach mal zeigen. Und übrigens eine Schweigeminute vor, wenn ihr das Video seht, ist eine Woche vergangen vermutlich. Vor einer Woche ist der Digitalfunk von uns der Analogfunk von uns gegangen und es wurde auf Digitalfunk umgestellt. So, jetzt hört mal her, das ist das normale Martinshorn mit Pressluft. Das kennt ihr ja bereits und wir haben jetzt das E-Horn. Also ich habe auch schon auf YouTube viele sagen hören oder schreiben sehen von wegen, boah, also das geht ja gar nicht, das klingt ja voll scheiße, das klingt ja wie ein Rettungswagen. Mag sein, ich find's auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung, einfach aufgrund der Tatsache, dass bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr auch das HLF 1612 und das MZF haben beide Pressluft sowohl E-Horn, also beides. Und ich finde auch in dem Spiel ist eine gelungene Neuerung, ich habe jetzt schon ein bisschen rumgespielt, um die Performance ein bisschen zu testen. Ich muss sagen, nice. Das Spiel läuft jetzt langsam ein bisschen besser. Ich konnte sogar die Grafikqualität ein bisschen hochschrauben. Mal schauen, ob es jetzt weniger laggt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, die Sonneneffekte in dem Spiel sind schon relativ schön. Aber ist natürlich keine Grafikbombe, aber wollte das Spiel auch nie sein. Also passt auf jeden Fall. Warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Und jetzt mit der Änderung, welche ich das angesprochen habe, dass es auf Digitalfunk umgestellt wurde. Naja, also ab jetzt wird auch zwischen Leitstelle und Feuerwehr an sich kaum noch gefunkt. Ab jetzt wird nur noch gefunkt, wenn man Status 5 drückt, den gibt's in dem Spiel überhaupt nicht. Das heißt, ich werde jetzt, wenn ich hinfahre, auf jeden Fall auch gar nichts mehr funken und verlasse mich drauf, dass der Einsatzleiter das macht. Ich werde einfach nur noch am Schluss eine abschließende Lagemeldung durchgeben und dann sollte das auch okay sein. Und wir haben einen LKW-Brand. Wupp, wupp, wupp. LKW-Brand, sehr geil. Wir nehmen auf jeden Fall... Ja, welchen nehmen wir denn? Wir nehmen den Maschinisten. Dann können wir uns das in aller Ruhe anschauen. Achtung, Brandschutz. LKW-Brand. Einsatz für ELW, LF24, DLK 2312, TLF 1, RTW 1. Dornenkamp. Ja, hoppala. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Ich muss da rüber. Lasst mich rüber. Genau, der ELW rollt schon los. Sehr schön. Soll er gleich mal gucken, dass die Straße für uns frei ist. Sollen die Leute gleich mal eine Rettungsgasse bilden. Und... Mannschaft schon vollzählig. Status 3, Anfahrt zum Einsatzort. Wir machen das Blaulicht am Lichtmast auch noch an. Heckwarnanlage kommt an und wir rollen los. Und ich werde jetzt auch in Zukunft mit E-Horn fahren und an den Kreuzungen dann Martinshorn anschalten. Einfach weil sich soundtechnisch irgendwie... Es ist nicht so laut. Man muss ja nicht immer Krach machen. Na komm, Polizei aus dem Weg. Ich muss da hin, da brennt ein LKW. Ja, schön brav noch. Hier, Warnblinker an. Warten wir, bis alle Einsätze angekommen sind. Wir sind Status 4 am Einsatzort eingetroffen. Und
Die Drehleiter kommt auch noch. Sehr schön, sehr schön. Und wir werden starten. Schauen wir mal. Ich muss jetzt erstmal die Schlauchhaspel entfernen, wie vor jedem Einsatz. Ganz normal. So, weg damit. Genau, macht mal die Rollos auf, Leute. Hier, Schlauchtragekorb, Verteiler. Los, 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 los. Dann direkt mal Drehleiter verbinden, entweder mit uns oder dem Tanklöschfahrzeug. Wir nehmen uns den B-Schlauch. So, ablegen. Und wir brauchen einen weiteren B-Schlauch sogar. Okay. Und wo soll der hin? Auch hierher. Gut. Wenn wir den auch mal benutzen, dann macht mal. Einen C-Schlauch brauchen wir auch noch. Sehr schön. Interessant, dass es hier in dem Spiel der Maschinist macht. Bei uns würde das halt der Wassertrupp machen, aber gut. Die haben ja auch ein bisschen eine andere Aufstellung. Wir gehen zur Einbaupumpe. Bedienen die und wechseln jetzt auf jeden Fall die Einsatzkraft. Wir wechseln zum Führungsassistenten, damit wir uns das alles mal ein bisschen in Ruhe anschauen können. Die Drehleiter hat sich vielleicht ein bisschen ungeschickt positioniert. Unter Umständen. Mal schauen. Was machen denn die Jungs von der Drehleiter? Der macht gar nichts. Okay. Okay, haben wir schon wieder einen Bug, dass wir den Ding nicht lösen können? Der hat auch nichts zu tun. Drehleiter, der Maschinist. Wir cheaten jetzt einfach mal kurz. Achso, können wir nicht, können wir nicht. Okay, okay, okay. Also im Einsatz ist es natürlich jetzt selten dämlich. Okay, jetzt kommt vom Truppführer Wassermarsch. Sehr schön. Dann werden wir jetzt einfach mal die Drehleiter bedienen. Da hat es einfach alles gerade nur ein bisschen länger gedauert. Sollte nicht vorkommen, tut's manchmal. So, Kransteuerung benutzen. Wo war's? Hier. Wir heben auf jeden Fall mal den Kran. Unser Kollege hier, der muss auf jeden Fall näher hin. Und wir fahren die Leiter aus. Sehr schön, sehr schön. Bisschen drehen noch. Weiter ausfahren, der kommt ja gar nicht hin, unser Kollege. Jetzt hat es auch Hand und Fuß. Ja, das ist immer, wenn hier so kleinere Abläufe plötzlich ein bisschen anders ablaufen oder ein Fahrzeug ein bisschen an der falschen Position steht, hat das Spiel immer so ein bisschen Probleme noch, aber... Alter, schaut euch dieses Spiel doch einfach an. Gönnt euch. Es sieht geil aus, es macht einen Heidenspaß und auch die Abläufe sind recht gut bedacht. Die Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mülheim hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schauen wir mal noch. Gut. Können wir sogar schon wieder einfahren. Der Kollege ist fertig. Fährt noch ein bisschen hoch. Ja, das dauert halt alles seine Zeit, aber kein Problem. So, Kollege, du kannst aussteigen, wenn du möchtest. Also, nur wenn du willst.
Ja gut, ich will den jetzt aber noch nicht aufräumen. Wir wechseln jetzt einfach mal die Einsatzkraft. Baut ihr mal zurück, ich fahr dann schon mal, gell, Jungs. Mal Blaulicht aus. Warnblinke aus. Ah, die Signalleuchte können wir vielleicht noch abschalten. Und auch die Heckwarnanlage kommt aus. Sehr gut. Aber ich werde das rote Ampeln einfach mal gekonnt ignorieren. Obwohl, machen wir es realistisch. Fahren wir mit Blaulicht, dann schert sich keiner drum. Also, macht man jetzt im Normalfall eigentlich nicht. Darf man auch gar nicht, aber ich hatte jetzt wenig Lust, als an den Ampeln und so zu warten. Das hätte mich jetzt irgendwie doch ein bisschen angegast. So, wir stehen. Aber aussteigen können wir noch nicht. Na gut. Wechseln wir mal zu einer anderen Führungskraft. Gehen wir mal wieder zurück zum... Ja, wechseln wir hier einfach mal zum Angriffstrupp und schauen mal. Also die Einsätze auf jeden Fall sehr gut gemacht. Gut, ich weiß es nicht, warum dieses Ding hier brennen sollte. Da ist Erde drin. Erde brennt normal nicht und er steckt auch voll in der Erde, aber gut. Das macht auf jeden Fall Spaß. Schauen wir mal, wo können wir denn noch hinwechseln zum TLF, zum... Ah, Schmarrn, nicht zum TLF, doch schon zum TLF, aber ich habe es falsch ausgewählt. Sagen wir Schlauchtruppführer. Da hocken wir jetzt nebendran. So, Status 5 kann ich jetzt nicht drücken, aber... Oh, das Navi hier, auch noch ein kleiner Bug, geht ein bisschen aus dem Bildschirm raus vom Navi. Also, Status 5. Leitstelle von Florian Mülheim, kommen. Hier, Leitstelle, kommen. Zur abschließenden Lage, ein LKW-Brand war gemeldet. Wir sind hingefahren, haben den Brand abgelöscht. Polizei vor Ort, die kümmert sich drum. Wir rücken ab, kommen. Frage, ist der Brand jetzt schon komplett gelöscht? Ist alles okay? Nichts in Mitleidenschaft gezogen worden? Keine Blutnester noch? Kommen. Nein, es wurde komplett gelöscht. Keine Blutnester vorhanden. Wir haben mit der Wärmebildkamera nachgeschaut. Alles in Ordnung. Kommen. Verstanden, kommen. Ende mit Leitstelle. Sehr schön. Und jetzt stehen wir hier natürlich ein bisschen im Rückstau. Schauen wir uns mal von außen an. Ja, das ist es natürlich nicht ganz so genial. Unter Umständen müssen wir da vielleicht ein bisschen nachhelfen. So. Wir gehen rein und wir sagen, wir sind jetzt Schlauchtruppmann. Mal schauen, was passiert, wenn wir das Blaulicht anschalten. Okay, dann fährt sogar unser Kollege zur Seite. Das ist natürlich jetzt nicht so genial. Gut, dann fahre ich auch unseren Kollegen manuell weg. Kein Problem. Also, wie ihr seht, noch ein wenig buggy, aber es macht Laune. Ja, das Spiel ist jetzt schon über ein halbes Jahr draußen. Es ist immer noch nicht ganz perfekt, aber die Leute von Grenetic, die arbeiten dran und das schätze ich sehr. So, Motor aus. Der Kollege steigt mal noch aus. Jetzt schauen wir mal, wir wechseln die Einsatzkraft. Hier, wir wollen den Maschinisten, F6. Und keine Ahnung, wie der ELW nach da hinten kommt, weil ich habe den eigentlich schon zurückgefahren, aber gut. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Warum der Kollege jetzt Blaulicht anhatte, verstehe ich auch nicht. Er hätte es einfach abschalten können, aber gut. Fahren wir zurück.
So. Er ist zurück. Schauen wir mal, die DLK ist noch unterwegs. Die ist F5 und da brauchen wir den Maschinisten. Na komm, fahrt alle mal ein bisschen weg. Mal schauen, ob ich die da vorne nicht vielleicht auch noch ein bisschen zur Seite drängen kann vielleicht. Dass die hier ein bisschen wegfahren, weil der eine Kollege hier vorne steht dezent im Weg. So. Vielleicht hat es der kleine Crash schon gebracht, wer weiß. Nee, sieht irgendwie nicht so aus. Doch, jetzt fährt er weg. Jetzt können wir den Einsatz auch gut abschließen. Ja, soll vorkommen. Ja, jetzt geht der Rückstau weg. Jetzt können unsere Einsatzfahrzeuge zurück und gut ist. Sehr schön. Es freut mich doch. Ich meine, klar, es ist schon ein bisschen nervig, dass man jetzt erstmal ein bisschen Bugmanagement macht, dass das Spiel drauf klarkommt, aber kein Problem. Sehr schön. So, Tor zu. Hier noch ein Tor zu. Das ELW findet seinen Weg schon nach hinten. Hoffe ich zumindest, sonst muss ich das halt auch noch fahren. Und wir sind auf jeden Fall wieder Status 2 einsatzbereit auf Wache. Ja, das ELW packt gerade noch schön ein mit dem Einsatzleiter und einem Führungsassistenten. Sehr gut, ich bin schon gespannt auf unseren Einsatzbericht hier. Einsatzbericht LKW-Brand, Einsatzort Dornenkamp. 5. September 2016, Uhrzeit 8.11 Uhr, Einsatzzeit 14 Minuten, ausgerückte Einheiten ELW, LF24, TLF1, DLK1, RTW1. Sehr schön, auf der Ladefläche eines LKW wurde aufsteigender Rauch gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Ladung bereits in Vollbrand. Durch die Höhe der Ladefläche erfolgt der Löschangriff über den Korb der Drehleiter. Brandursache ist vermutlich eine klimmende Zigarette, die auf leicht entzündliche Ladung des LKWs geworfen wurde. Ja, ich schmeiß auch immer meine glimmenden Zigaretten in die Erde und die Erde fängt an zu brennen, aber ja, schon okay. Und das war's auch mit der heutigen Folge Notruf 112. Denkt dran, gedenkt dem Analogfunk, dem unverschlüsselten, abhörbaren Analogfunk. Gedenkt ihm. Haut mir auf jeden Fall ein Like raus, wenn ihr die Folge geil fandet. Also ich muss sagen, ich finde das Spiel einfach geil. Ich freue mich schon, hier noch viel mehr Einsätze zu fahren. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Droppt mir ein fettes Like, haut rein und ciao!